Willkommen hier auf der Rheinbrücke. Vor 56 Jahren wurde der erste Ostermarsch in London durchgeführt. Vor 54 Jahren das erste Mal, damals noch in Westdeutschland. Und vor 47 Jahren dann auch in damals West-Berlin. In Berlin ticken die Uhren alle immer ein bisschen anders. Aber jetzt sind wir schon seit langem in der Tradition verhaftet. Seit 1990 findet fast jedes Jahr ein Ostermarsch in Gesamt-Berlin statt. Und heute möchte ich euch herzlich begrüßen bei wunderbarem Wetter, sozusagen ideal für den Ostermarsch. Und wir machen es ganz traditionell. Wir eröffnen den Ostermarsch. Damals, vor 54 Jahren, war es Fasia Jansen, die immer den Demonstrationen voranging mit ihrer Gitarre. Heute hier ist es Johanna Arndt. Sie wird also den Ostermarsch jetzt mit zwei Liedern eröffnen. Aber bevor sie das tut, möchte ich kurz noch darauf hinweisen, dass Ostermärsche sowie auch alle anderen Antikriegsdemonstrationen nicht von irgendjemandem bezahlt werden, sondern lediglich nur von uns und von euren Spenden. Deswegen bitten wir euch doch herzlichst, eine Spende zu hinterlassen in den Sammlertöpfen der eifrigen Sammlerinnen und Sammler. Die haben einen großen blauen Button an einem Revers, da steht Sammler drauf. Und da würden wir euch bitten, Geld reinzuwerfen und dafür einen Button in Empfang zu nehmen, damit wir auch die nächsten Märsche und Demonstrationen finanzieren können. Und jetzt Johanna Arndt. Ja, ich denke, dass wir diesen Ostermarsch auch durchführen, weil wir uns verpflichtet fühlen, all denen, die nach uns geboren werden, eine bewohnbare Erde zu hinterlassen. Nach einem Text von Ludwig Askenasi, ein Lied für alle Neugeborenen auf unserer Welt. Ein Mensch wird geboren und sofort schreit er. Keiner versteht ihn, doch alle freuen sich. Da bin ich, schreit der Mensch, da um zu leben, da um zu leben. Da bin ich, schreit der Mensch, da um zu leben, da um zu leben. In einem gesitteten Jahrhundert wird nicht zufällig Krieg geführt. Ist die Sklaverei hier abgeschafft? Habe ich die richtige Hautfarbe, die richtige Abstammung? Darf ich atmen? Dann besten Dank. Frühlingswetter, die Natur beschenkt uns ja gerade so reich, fällt mir ein Text von Erich Kästner ein. Und ich denke da, dass eigentlich in den Zeitungen steht, 70% in Europa und auch in Deutschland der Menschen sind gegen militärische Einsätze und gegen Krieg. Wenn die alle hier auf der Straße wären, ich glaube, dann würden wir viel, viel erreichen. Schneidet das Korn und hütet die Herde, indes der Planet um die Sonne rollt. Kälter den Wein und striegelt die Pferde. Schön sein könnt unsere Erde, wenn ihr nur wolltet, wenn ihr nur wollt. Umarmt euch, seid eine Gemeinde. Frieden, Frieden sei unser Sieg. Glaubt nicht, ihr hättet Millionen Feinde, euer einziger Feind heißt Krieg. Frieden, Frieden, helft, dass ihr werdet, tut, was euch freut und nicht, was ihr sollt.
Danke.